Wir freuen uns, dass wir das siebte Mal Gastgeber sein dürfen für die Automobilkonferenz mit dem Namen Joining Smart Technologies. Speziell heuer ist das Hauptthema Nachhaltigkeit und Digitalisierung, ein Thema, was uns auch in der Zukunft noch viel mehr beschäftigen wird. Wir alle wissen, aufgrund der Krisen, in denen wir gerade stecken, dass wir nachhaltiger werden müssen, um in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein und auch die anspruchsvollen Klimaziele, die wir uns als Gesellschaft gesetzt haben, erreichen zu können. Die Vorträge haben uns deutlich gezeigt, dass das Thema Digitalisierung uns helfen kann, Nachhaltigkeit wirtschaftlich und schnell umzusetzen. Nachhaltigkeit hat hier mehrere Dimensionen. Also wir reden ja oft nur von der ökologischen Nachhaltigkeit. Ich glaube, es ist ja wichtig, dass Unternehmen ökonomisch nachhaltig wirtschaften, also diese verschiedenen Aspekte miteinander zu verbinden. Die Konferenz hat ja sehr schön gezeigt, wie breit der Bogen der Nachhaltigkeit sein kann und welche Aspekte dort zu behandeln und berücksichtigen sind. Ob das jetzt technische Aspekte der Nachhaltigkeit sind, im Sinne von Umweltwirkungen des Schweißens zum Beispiel, oder nachhaltige Unternehmensführung oder nachhaltiges Handeln und Denken in den Organisationen. Wir haben viel gelernt, über viel gesehen zu dem Thema. Das wird keiner alleine schaffen, das wird keiner in einer Hauruck-Aktion irgendwie selber hinkriegen, sondern da müssen wir alle zusammen was anpacken und alle zusammen gemeinsam uns ein Ziel formulieren und das dann auch verfolgen, weil damit schaffen wir es, und bin ich persönlich davon überzeugt, den Turnaround hinzukriegen. Also künstliche Intelligenz kann überall da in der Produktion eingesetzt werden, wo es viele Daten gibt. Weil ohne viele Daten funktionieren die Algorithmen in der KI sehr selten. Was auch sinnvoll ist, in ganz komplexen Prozessen mal nachzuschauen, ob KI eingesetzt werden kann, wo also die Prozessbeschreibung so komplex ist, dass der Mensch sich schwer tut, klassische statistische Methoden zu verwenden. But the topic in this conference are very interesting. To us, I get to know a lot of people who's doing exactly the same thing with us. The people that are here as the best of, I think, in the world, nice companies. Und da muss ich jetzt sagen, nach diesen eineinhalb Tagen, ich bin geflasht und begeistert. Also ich spüre so diese Aufbruchstimmung in der Industrie und dieser partnerschaftliche Ansatz, dieses Gemeinsame da noch voranzugehen, diese Herausforderungen anzugehen und ja, gemeinsam einen Unterschied zu machen. Für mich ein sehr interessantes Feld, was wir hier angeboten haben. Ich habe sehr viele positive Feedbacks der Teilnehmer bekommen und freue mich letzten Endes, dass es hoffentlich in 2 Jahren die nächste Runde gibt.